Dickermann-Filme, Let's Play Amnesia. Moin, liebe Freunde. Das letzte Mal sind wir ja hängen geblieben. Das ist hängen geblieben. Wir sind halt hier mitten im Fässerlabyrinth. Und ich bin immer noch überfragt, wie wir hier meist weitermachen. Ich denke, ihr auch. Ich bin mal am Umgucken, ob ich irgendwas sehe, was mich irgendwie weiterbringt. War ja ein bisschen Licht höchstens, aber... Ja, Bewegung, wenn man einem schwindelig ist, das kommt mir so gut. Ich verstehe unseren Daniel da schon, also. Er wird einem schnell mal schwummerig. Licht. Und wenn die Kerzen auch nicht mitnehmen kann, verstehe ich immer nicht. Das ist. Keine Ahnung. Oh, was ist das? Weg hier. Seit wir tatsächlich Weg weitergefunden haben, haben wir. Wow. Egal, was du bist. Geh weg. Ein Ölfass, yeah! Schau mal einer, guck! Oder hier. Da braucht man eine Falltür. Mit der Kurbel können wir denn hier. Was? Hier? Oh, wie? Ach, das ist da oben! Okay, ah. Ja. Dann werden wir mal wie beim anderen. Das hier mal was basteln, dass wir da hochkommen. Ah, ja, ich rede gerade, weil ich gerade etwas erstaunt bin, dass ich gerade hier so Fortschritte mache. Wollen wir da oben ran jetzt hin? Nee, wa? Nö. Wir haben diesen komischen Keil pulverisiert. Aber nicht irgendwie. Hallo. Da ist nichts. Autsch, das beißt. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Das ist hier irgendwas bringt hier. Meine kleine Truhe. Ja, guck mal, zwei Zunderbüchsen, genau. Zunderbüchsen sind gut, die kann man aber brauchen. Da ist noch eine. Ha. Ich weiß mir nicht, wenn wir jetzt da die Kurbel drehen, ob denn jetzt hier alles gleich kaputt geht hier oder ob es nicht oder. Ah, wir haben gekurbelt. Und wir haben die Falltür aufgemacht. Oder was es ist. Ich habe so also ein bisschen Schiss, gerade runter zu gehen.
noch ein paar Kisten runternehmen mit. So als sicherer Falllandung quasi. So. Ja, ich hab's nämlich geahnt. Autsch. Wie geht's denn hier? Leichte Kopfschmerzen. Der Hunde blutet ziemlich stark. Ja, ist kein Wunder. Oh. Hallo. Keller, Schiefer, Freunde, wir sind im Mistraum. Jawohl, ja. Sind die echt weitergekommen? Ich bin hellauf begeistert. Ich denke, ihr auch, ne? Was sieht hier aus? Wow. Also wir sind, die Planschen sind mir jetzt gerade echt unheimlich. Komme ich gerade noch nicht so wirklich weiter, ne? Weil ich nicht weiß, wo es ist gerade. Da ist es. Aber ich weiß nicht, was es ist. Hallo, was bist du? Ah, alles ist gut, alles da. Ah, dann geht's besser. Ja, es hat vorhin, wenn man hier mal so in den Inventar guckt. Ja, Ding folgt uns. Ich befürchte, wenn wir jetzt im Wasser fallen, haben wir eben Probleme.
Das ist sehr interessant, aber. Ich habe ein bisschen Panik, ne? Also. Oh, das haut! Hebel! Ich weiß nicht, was ihr Hebel macht, aber... Toller Wurf, Fratzi. Ja, so ein guter Werfer. Ich möchte gerne noch mal ein Buch aufnehmen, aber kann ich hier anscheinend nicht. Ärgerlich. Ich ahne mir, wenn ich jetzt das Vieh treffe, weil es mich trifft, dann bin ich den wahrscheinlich hinüber. Das wollte ich euch eigentlich in diesem Let's Play nicht zeigen. Wo bist du denn? Ingeborg! Ah ne, Ingeborg, ne, ist er nicht. Da bist du. Und ja, denn hier geht's gerade auch nicht gut. Kaum bei Bewusstsein, ja, man sieht's. Was soll man denn jetzt hinkriegen? Vor allem, wir sind jetzt gerade in der ersten richtig harten Action-Sequenz und so. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie es weitergeht. Das Vieh planscht hier durch die Gegend. Und wir stehen doof da. Blub, 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 ja. Thank you.
Juhu, richtig. Ich stapf's wieder dahin, wo ich hinklampfen soll. Ist da nicht wahr? Geh bloß weg, du Vieh. Kusch, kusch. Alles. Der Hebel, den wir vorhin gesehen haben, der macht uns das Tor auf. Ich meine, das ist die Schwierigkeit in diesem Level hier, dass wir dieses Wasserstampfvieh, Auervieh haben hier, das auf den Sack geht und wir erstmal dann hinten den Schalter drücken müssen da. Wieder für den Weg kommen. Kusch! Jetzt denn hier? Beschissen, ne? Komm bei Bewusstsein, leichte Kopfschmerzen. Ja, ich hab's geahnt. Bleib vom Wasser fern. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile auch. Da kommt's angestapft. Und da wir jetzt hier wissen, was wir machen müssen, machen wir hier im nächsten Let's Play weiter. Bis dahin sage ich tschüss, euer Razzi.